Mein Name ist Maximilian Plattner. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Osteopath in meiner eigenen Praxis und habe meine osteopathische Ausbildung in Hamburg absolviert, an der SCOM, und hatte da schon relativ früh den Wunsch, wissenschaftlich tätig zu werden und wissenschaftlich zu arbeiten. Deswegen habe ich auch eine DO-Arbeit angefertigt. Ich habe eine randomisierte, kontrollierte klinische Studie durchgeführt zur Wirksamkeit der Osteopathie bei primärer Dyspnoe und bin immer noch dabei, diese momentan international zu publizieren. Das gestaltet sich etwas schwierig, aber wir sind dabei. Und im Rahmen dieses ganzen Prozesses wurde ich neben meiner Tätigkeit als Osteopath in meiner Praxis auch noch internationaler Editor für ein, für eine, für ein Journal, in dem ich versucht habe zu publizieren. Im weiteren Verlauf war es halt so, dass ich festgestellt habe, dass die Wissenschaft in der Osteopathie also mir sehr am Herzen liegt, und ich habe versucht, da noch ein bisschen weiter Fuß zu fassen. Ich habe angefangen mit einem Masterstudiengang auch in Österreich an der Schule für Osteopathie in Zusammenarbeit mit der Universität Donau-Krems. Und dann kam irgendwann diese Corona-Pandemie auf uns zu und es war die Frage nach einer Masterthesis. Und da ich in meiner Praxis im Vergleich zu meinen Kollegen überhaupt gar keine Erfahrung hatte mit Patienten mit Long-Covid, dachte ich mir, das müsste es da irgendwie eine unterschiedliche Verteilung geben in Deutschland, und habe die Idee gehabt, dass man darüber eine Studie machen könnte, eine Umfragestudie unter den deutschen Osteopathen, wie da die Erfahrungssituation ist in der Behandlung von Patienten mit Long-Covid. Und das habe ich dann auch getan. Diese Ergebnisse liegen vor. Ich habe die auswerten lassen und momentan habe ich die in den wissenschaftlichen Kontext eingereiht und bin froh und dankbar, dass ich eingeladen worden bin, jetzt im Januar in München die Teile dieser Studie vorzustellen und auch im Anschluss einen Workshop zu gestalten, um entsprechend die Erfahrungen aus der Studie zu übertragen in die Praxis. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich habe in meiner Praxis relativ viel Kontakt mit Patienten mit einer psychosomatischen Belastung, aufgrund allein schon durch die Nähe zu meiner Schwester. Die ist im gleichen Haus tätig als Kieferorthopädin und wir haben da einen sehr, sehr großen, engen Patientenstamm, der häufig darunter leidet, dass es halt eine CMD gibt, eine kraniomandibuläre Dysfunktion, begründet durch das Kiefergelenk. Und da ist halt die Psychosomatik häufig sehr, sehr stark am Wirken und ich habe festgestellt, dass es da ein großes ja, Übersteuerungsfeld gibt, und ich freue mich, dass ich diese ganzen Erfahrungen einfließen lassen kann in meinem Workshop im Januar. Ich freue mich sehr, es ist für mich eine große Ehre und ich bin froh und dankbar, dabei sein zu dürfen, und ich hoffe, wir sehen uns alle in München.